Xafairon, wann komme ich denn hier endlich raus? Halt die Schnauze, Numinoros, oder ich stech dich ab. Was ist denn das für einer? Ah, ich glaube, ein Effortgeweihter. Viel weiß ich nicht über ihn, aber sitzt hier schon seit einiger Zeit. Den ja. Ah, den hat Admiral vor einer Zeit mitgebracht. Laris von Romulus hatte es wohl mit seiner, ich weiß nicht, Boransdorn, das er hin und her gefahren und hat ihn dann irgendwann aufgeschnappt. Ich weiß noch nicht genau, was mit dem passieren soll. Vielleicht kommt er auch zur Speerspitze. Effortgeweihte machen sich immer ganz gut, wenn die aufgeschnitten werden. Ha, wir hatten auch mal einen. Ja, wurde dann aber in Königshorn verbrannt. In Kuncho. Ja. Wieso in Kuncho? Oh, da war einer von uns. Ein Effortgeweihter, der einer von euch war. Ja, übergelaufen. Ah, guter Mann. Eine Schande. Würfel mal eine Überredenprobe. Das ist gerade kritisch. Das ist natürlich keine richtige Lüge, aber da hast du dich gerade so ein bisschen reingeritten. Wieso? Ich lieg überhaupt nicht. Ja, mit Kuntium und Effortgeweihter. Dann. Mit Kuntium, sagt ihr, ja? Und es war einer von euch? Ist übergelaufen. Ja, früher mal. Wie lange fahrt ihr denn schon zu See? Sechs Monate? 6 Monate erst. Ja, Jetzt schaut er aber so ein schon. bisschen zu Abel mir rüber. Ah, Ja, der ist noch. was ist denn mit dir? Gar nicht so wettergegerbtes Gesicht für einen Piraten. Ich bin neu. Du bist neu, ja? Wo kommst du her? Tovrien? Piratenküste? Ostküste. Westküste. Westküste. Wusste gar nicht, dass es Piraten von der Westküste gibt. Naja, man kommt halt rum. Was? Piraten gibt es überall. Bist aber kein Torwaler, oder? Ich glaube, die sehen anders aus. Jetzt muss Ich ich habe gerade noch nie nie. einen gesehen. Sehe ich aus wie ein Torwaller? Nee, bist du klein. Also. Zyklopeninseln. Ich war da noch nie. Aber da war ich auch noch nie. Wollen wir quatschen oder wollen wir handeln? Ah, stimmt. Ja. Zeit. Ja. Viel Spaß noch mit deinem Geweihten. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, da kümmert sich dann der Admiral und Manning drum. Ich glaube, die haben gerade einen Termin wegen dem. Bin ich mal gespannt. Wird Zeit, dass er verschwindet. Ja gut, dann klopft euch beiden so ein bisschen auf die Schulter. Und dann geht er. Also du, Abelmir, hast ja gerade die Kiste mit den Tränken in der Hand und könnt dann die Treppe wieder nach oben gehen. Ich würde Kerasi vortritt lassen. Ja, ich gehe voll selbstbewusst vor. Ich gehöre hier hin. Ah, zurück zum Chef. Und wen habt ihr als letztes überfallen? Schaut so, habe mir. Wie ist hier der Kutter? Oh, so ein kleiner Kogge. Thylamiden, Mittelreicher. Das ist halt die gleiche Bagage. Wie kümmert's? Ich glaube, es waren Thylamiden. Ja, am Ende sind sie alle rot. Am Ende sind sie alle rot. Bluten tun sie alle. Ah, gut. Dann, ja. Ich wünsche euch viel Spaß mit, keine Ahnung, hier, die Gifte von den Hexen, Traumwind. Was auch immer ihr damit vorhabt. Ja, keine Ahnung, der Boss will sie haben. Grüßt mir Lolgrim, wenn ihr ihn seht. Mach ich. Gut. Guter Mann. Ja, dann, ihr tretet mittlerweile wieder nach draußen auf den Innenhof, und könnt wieder erkennen, wie die Nasen von euch anfangen zu bluten. Das ist bei den Kamortgardisten nicht der Fall. Kann man sich unauffällig die Nase abwischen mit dem dreckigen Umhang, oder ich trage? Ja, das geht bestimmt. Kannst mal eine Fingerfertigkeitsprobe schmeißen.
Oh, ja. Kieras kann das auch mal machen. Oh, ja. Dann ja, bleibst du ein bisschen mit deinem Umhang kurz hängen und verwischt dann das Blut, was dann an deinem Mund runtergelaufen ist, sodass du jetzt mit einem leicht blutigen Gesicht dort stehst. Das ist alles ein bisschen verschmiert und dann könnt ihr eben über den Innenhof dieser, ja, dieses Kriegshafen in Richtung des Tores gehen, um wieder zurück zur Feuerjun zu laufen. Dort steht die Kammergardiste, die Gardisten auch wieder in voller Anzahl. Oben auf dem Turm stehen noch ein paar und schauen euch dann an, als hier auf sie zugeht. Diesmal ohne Begleitung. Oh, schon wieder raus, ja? Ja, alles erledigt. Alles erledigt. Wo habt ihr den Achsenbrecher gelassen? Na, beschäftigt. Beschäftigt, ja. Ich drehe mich mal um und schaue zu diesen Krokodilmenschen. Ja. Was hast du denn gemacht? Hast dich geschlagen? Was geht's dich an, was ich treibe? Oh, pass mal auf, wie du mit mir redest, ja? Ich will wissen, ob du dich geschlagen hast. Soll ich sonst bluten? Deswegen die Frage, Mann. Ich stell dir eine klare Frage und du hast mir das klar zu beantworten. Ja, klar. Ich sag euch, die einfachste Ohrfeige. Schlägst deine Untergebenen, ja? Gut so. Natürlich. Wenn er es verdient hat. Wehe, du lässt das fallen. Er deutet auf die Kiste, die du in der Hand trägst. Ja, das Tor wird geöffnet und während du dann an ihn vorbeigehst, bekommst du, aber mir, noch eine Schelle mit einem Panzerhandschuh in deinen Nacken. 1W6 Ausdauer-SP. Ja, Ausdauerschaden. Kannst du selber auswürfeln? Und die Männer lachen fies und machen weiteren Witz. Ja, einfach nur ein W6 reinschmeißen, das war jetzt ein W8. Derzeit, während die anderen mit einem unguten Gefühl zur Feuerjin gehen oder woanders hin, bei Yalan auf der Gezeitenspinne. Der steht mit einem guten Gefühl am Deck. Jasper und Korab und Eldan, auch wenn er nicht will, sind gerade auf Aufpassdienst. Als hier sich ein Mutongi anschleicht. Die Lektion haben wir ja mittlerweile gelernt. Und ansonsten. Würfel mir mal bitte einen W20. Zufallstabelle. 15. 3 Seeschlangen. Nee. Einer der Mediki kommt auf dich zu. Mein Herr, verzeiht mir, wir müssen etwas mit euch besprechen. Was gibt es denn? Wir haben festgestellt, dass wir nun ja einige Krankheiten an Bord haben, die sich wohl in der Zeit entwickelt haben, als wir unter Wasseroberfläche waren. Natürlich. Ist irgendwas ernsthaft dabei? Muss jemand isoliert werden? Das sollten wir am besten nicht hier besprechen, wo es andere hören. Na gut. Ogdan, pass auf, dass hier nichts kaputt geht. Und dann geht's unter Deck. Oder in die Offizierskabine, was auch immer näher ist. Dann in die Offizierskabine. Ihr solltet euch am besten setzen, Herr. Wenn man jetzt will, ich setze mich. Was sagt euch Rashavan? Nicht viel, aber der Name ist ja schon sehr beschreibend, schätze ich. Wir haben in letzter Zeit einen Verlauf beobachtet, der sich wohl auf diese Krankheit zurückführen lässt. Wir haben wohl noch Glück gehabt, dass es sich nicht dabei um andere namenlose Seuchen handelt, wie, und ja, die Götter bewahren, Tollwut, das Jahresfieber oder die Zorganpocken. Und was macht dieser Rashavan? Und sag jetzt nicht, dass er einen rasch wahnsinnig macht. Zunächst sind das nur hastige, hektische Bewegungen, so etwas wie Anfälle, grundloser Zorn, Neigung zu Gewalttätigkeit gegenüber auch Freunden. Wir haben einige Schlägereien, die wohl auch auf diese
Normalerweise ist es, nun ja. Allerdings sind sie mittlerweile ins Koma gefallen, ohne ersichtlichen Grund. Wie alles? Wie viele? Nun, wenn sie erwachen, und das teilweise vorkommen kann aus diesem Koma, dann neigen sie zu weiteren Tobsuchtsanfällen. Wir haben, nun ja, mittlerweile ein W20. Moment. Mittlerweile sind es nur drei, aber das kann sich in den nächsten Tagen auch noch ändern, da die, nun ja, der Verlauf macht sich über 3 Tage bemerkbar und wird die 7 Tage andauern. Kann man das heilen? Man kann das heilen, richtig? Die Behandlung besteht wohl aus Fürbitten durch Geweihte, insbesondere durch die der Hesinde. Die haben wir leider nicht an Bord. Es gibt einige Gegenmittel, Blütenstaub, Lulani, in gewisser Form. Wir haben vielleicht Glück im Unglück, dass wir vor dem Maraskan sind und da kann man sicherlich die Pflanzen aus Maraskan benutzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele noch erkranken werden. Aber es sind sicherlich noch einige weitere, die in den nächsten Tagen folgen. Und wenn sie nicht behandelt wird, ist sie tödlich? Sie kann tödlich sein. Die Schadenswerte entsprechen mehreren Skalen. Also, nun, unter Umständen ist sie tödlicher. Und sie ist ansteckend, ja? Nein, ist sie nicht, aber... Aber? Wie gesagt, dadurch, dass wir uns in dieser Umgebung befinden, die wohl durch die niederhöllischen Lüfte der Odem der Niederhölle... Es ist nicht ansteckend, aber wir werden mit weiteren Fällen rechnen müssen. Nun gut, habt da ein Auge drauf. Ich werde zusehen, dass wir... Dass wir erstens Landgang und zweitens seine Sinnegeweihten organisieren können. Die verbleibenden Männer werden kämpfen können, ja? Nicht, dass mir jemand im Feld verrückt wird. Zumindest heute. Das kann ich leider nicht sagen. Gut. Ich will, dass ihr euch jeden Einzelnen genau anseht. Schaut, ob irgendjemand Anzeichen dieser Krankheit trägt. Und ihn unter Umständen aus dem Dienst zurückzieht. Jawohl, mein Herr. Meldet euch wieder bei mir, wenn alle durch sind. Ja. Wir hätten es schlimmer treffen können. Wie gesagt, Zorganpocken wäre wahrscheinlich das Todesurteil für uns alle gewesen. Dann danken wir doch Pirine für unser Glück. Ich werde Bruder Fürchte Breyers bitten, das in den nächsten... in den nächsten Fürbitte einzubauen. Wie ihr wünscht. Dann gehe ich wieder hinaus aufs Vorderdeck, stelle mich neben Bohren und schaue nervös durchs Fernrohr in Richtung Bohren. Nicht, dass man was sehen könnte, wir sind vermutlich zu weit weg, aber es beruhigt den Herrn. Ich könnte auf irgendwas schießen. Man kann Aufmerksamkeit erregen. Außerdem möchte ich ja den Geschütze beim besten Zustand haben, wenn es losgeht. Nicht, dass sich noch irgendein Drillseil löst. Ja, ich weiß. Derweil. Achso, okay. Ja. Ja, derweil drüben in Bora. Mit einem unguten Gefühl geht ihr zu Feuergen oder möchtet ihr noch in einer Taverne Zuzak? Nein. Gut, dann könnt ihr wieder zurück zur Feuergen. Ein Hafenmeister oder etwas ähnliches in der Nähe. Der Hafenmeister war ja derjenige, der damals auf dich zugekommen ist, Gericht Achsenbrecher. Und der ist gerade im Gespräch mit Belharion Menning und dem Admiral Laris von... Ja, gibt es einen Gehilfen oder irgendwas ähnliches hier, mit dem ich reden kann? Ja, wird zu finden. Irgendein Untergebener, dem kannst du dann erzählen, dass das dein Schiff ist und dass du wieder ablegen möchtest. Ja, ey du, kann ich wieder ablegen? Jetzt haben wir was zu regeln. Nee, die Kanone haben wir von einem Schiff runtergenommen, die Rotze. Deutet auf die mittlere Rotze, die da jetzt wohl gerade auf verschiedene Transportbehälter dann verladen wird. Die ist schon abgebaut. Na, gut.
Noch was? Nee, euren Tagessold habt ihr bezahlt, ja? Natürlich. Gut, dann könnt ihr von meiner Seite aus gehen. War ein kurzer Besuch. Zeitplan. Wenn ihr wollt, da drüben gibt's die Kaschemme Muren tot, da könnt ihr auch noch einen heben, oder? Aber gute Nutten sind auch noch. Na, die Männer werden nicht belohnt. Ja, gut, dann gute Reise. Naja. Und damit verlasst ihr wieder den Hafen von Bohrad. Ohne irgendwelche Toten, ohne den Hafen angegriffen zu haben, den Lilienthron zu beschädigen. Das war einfacher als gedacht. Ich hatte gehofft, die haben da noch nicht das Geschütz geholt. Dann wäre ich einfach damit abgehauen. Aber, nun gut. Zurück zu unserem Schiff. Ja, mit der untergehenden Sonne und dem erwachenden Dschungel von Maraskan kommt die Voyager wieder auf die Gezeitenspinne zugelaufen, beziehungsweise zu gefahren, denn die Gezeitenspinne steht gerade ruhig da, dreht sich vielleicht nur einmal um, die Voyager wieder in den Werftbereich zu holen. Ja, ich warte keine Sekunde. Kapitän! Kavinor! Wir wissen, dass Sie hier sind! Götter, Verfluchte, habt ihr das Zeug? Ja, wir haben das Zeug. Wie viel? Ja, viel zu wenig. Ausreichend. Bringt es zu Jasper, lasst euch sagen, ob's genug ist. Und ich schick dann jemanden auf den Turm hoch. Sagt der Name Mannige was? Jana hat sich schon umgedreht, er bleibt jetzt stehen. Wendet sich wieder zu Keras um, fixiert ihn mit dem einen Auge. Manning? Ja. Wo? Hier. Direkt in derselben Garnison, wo wir waren. Und er weiß, dass die Arche hier ist. Ich bin nicht übel geneigt anzugreifen. Jasper kommt auf euch zu und... Die haben übrigens einen Effort geweiht im Keller. Das macht es nicht besser. Jasper, wir haben... Ja, Jasper schaut sich dann die Fläschchen und Tinkturen von Abel mir an, die er da in seinem kleinen Holzkästchen trägt. Stellt sie dann eine nimmt er in die Hand, stellt sie wieder zurück, nimmt sich eine andere... Stellt die andere wieder zurück und schaut dich dann an, Abelmir. Mein Herr Kollegus, ist das euer Ernst? Wieso nicht? Das ist die völlig falsche Qualität. Das ist zwar das richtige Elixier, aber in der falschen Qualität. Und das hätten wir uns nicht vorher sagen können? Ich weiß ja nicht, was ihr... Ihr hättet... Die höchste Qualität, die wir brauchen. Wir fangen eine Seeschlange. Das ist die mittlere Qualität, die ihr geholt habt. Wir können das zusammenkippen, aber... Nun ja, wie viele Fläschchen sind das? 12. Göttergefällige 12. Ja, göttergefällig, das hilft uns gerade wenig. Damit kriegen wir... Oh Gott. Ich kann das nicht hochkonzentrieren. Er reibt sich so ein bisschen über die Stirn. Das kann ich unmöglich hochkonzentrieren. Normalerweise verdünnen ist kein Problem, nach unten, aber nach oben ist wesentlich schwieriger. Das reicht uns nicht. Gut, mir reicht das. Alle Mann fertig machen zum Angriff. Wir wissen genau, wo sie das Zeug lagern jetzt. Das ist gut. Hoffentlich wisst ihr auch genau, wo Manning steht. Sie lagern es genau bei den Effortgewalten. Verzeiht, ich muss diesen Akzent wieder rauskriegen. Es tut auch ein wenig im Hals weh, schlechter zu sprechen, als man kann. Kriegt noch einen Läufer hoch auf dem Turm, er soll Wänden für den Angriff bereit machen. Wir wissen jetzt mindestens, wo sich das Zeug befindet. Und sie haben Dämonen. Nichts wenige. Und seltsame Krokodilwesen. Umso besser, der Waffenbalsam ist bereits ausgeteilt. Als wir in seiner Nähe waren, ich denke, es war seine Schuld, haben wir Nasenbluten bekommen. Das war sehr angenehm. Als wenn einem das Kopf zu Blut ersteigt. Das kenne ich. Keine Zeit für Anekdoten. Söldner! Angetreten! Das Klappern von Hunderten von Stiefeln auf dem Boden erschallt und nach sind sie alle angetreten. Gut, den groben Plan habe ich ja bereits den Offizieren mitgeteilt. Wir werden den Kriegshafen von Boron angreifen. Wir müssen nicht mal den Hafen angreifen. Nur die Festung.
die im Kriegshafen liegt, nicht wahr? Genau, wir müssen nicht in den Hafen hinein. Okay, zeig mir auf der Karte bitte genau, wo diese Festung liegt. Das ist die 5, 6 und 7. Das ist der Kriegshafen. Ja, aber wir müssen nicht in die Bucht rein, das meine ich damit. Wir werden in den Kriegshafen einlaufen, eines der Kriegsschiffe vor Ort mit der Arche zertrampeln, uns dort hinsetzen und dann Land stürmen. Das Greifenbanner wird südwärts vorrücken, das Haupttor nehmen und der sich über Stärkung abhalten. Falkenbanner wird zum Hauptgebäude vorrücken und mit uns helfen, das Gift zu finden. Schützen teilen sich halb auf beide auf. Bronn, kümmere dich zuerst um die gegnerischen Geschütze. Falls von denen kein Feuer mehr kommt, konzentriere dich auf andere Schiffe. Klar? Soweit verstanden, Kapitän. Gut. Erstmal, Korab, Gorbas, ich erwarte, dass ihr an Deck steht und jeden Dämon zurück in die Niederhöllen schickt, der es wagt, sein Gesicht zu zeigen. Geht das? Das kommt ganz auf den Dämon an. Tut, was ihr könnt. Jeden von euch wurde Waffenbalsam ausgeteilt. Ich rate euch stark an, ihn zu benutzen. Blutschluck. Tut, was immer ihr tut, aber verlasst nicht den Kriegshafen. Wir müssen uns unter Umständen zurückziehen. Könnt ihr das? Blutschluck, das ist ernst. Manning ist da, ja? Manning ist da und den werde ich mir vornehmen. Ich trete nochmal ganz nah an ihn heran und blicke ihm mit einem einen Auge in seins Blutschluck. Wenn dieses Horn ertönt, müsst ihr euch zurückziehen. Könnt ihr das? Manning gehört mir, Greifenmund. Manning gehört mir. Dann werden wir ja sehen, wer zuerst da ist. Gut, alle Mann in Aufstellung! 175 Mann sind angetreten auf dem Oberdeck der Gezeitenspinne. Und sie bewegt sich. Import, noch eine kleine Nummer. Da sind wir noch in einer falschen. Verzeiht, da sind wir noch unter falscher Flagge eingelaufen und wollten die Heptarchen gegeneinander ausspielen. Heute, das ist nicht das. Wenn ihr jetzt in Boran einlaufen und besorgen, was ihr wollen, und dabei Hafax so viel Schaden an seinem Kriegshafen zufügen, wie auch immer möglich. Heute schlagen wir die Glocke an, die den Heptarchen sagt, dass ihre Herrschaft sich dem Ende zuneigt. Also, sobald wir da sind, stürmt er raus und macht so viel Krach, dass es Hafax in Jagern noch aus seinem Bett reißt. Verstanden? Ei! Gut. Überzeugenprobe? Kriegskunst. Dieses Kommandieren, gut. Beziehungsweise, ich würde das den Oberst machen lassen. Oder wofür willst du die jetzt? Für ganz generell. Ja, beziehungsweise du kannst auch überzeugen machen, ja. Das ist eine Ansprache vor vielen Leuten, wenn du die hast. Jep, hab ich. Öffentliche Rede. Mit der Spezialisierung, ja, 15 gar nicht so gut gewürfelt. Sie nicken zufrieden und schärfen ihre Waffen. Blutschnuck schneidet sich. Er rammt sich sein Dolch gerade in den Bauch. Immer eine neue Narbe für einen neuen Kampf. Die Gezeitenspinne marschiert auf den uneinnehmbaren Hafen von Boran zu. Dieses Meisterwerk ist bisher noch niemandem geglückt. Diesen Spitznamen trägt sie nicht ohne Grund. Nicht einmal Hafax konnte es. Und während ihr auf den Hafen zulauft, könnt ihr sehen, wie die einzelnen Geschütze bemannt werden. Die Schiffe liegen immer noch sehr unbewegt im Hafen, aber ihr könnt Glocken hören. Glocken, die ertönen von verschiedenen Türmen, dass die Stadt wach gemacht wird. Ahmad, letzte Meile, Sprint! Die Arche verfällt in einen Sprint und mit einer uneinholbaren Schnelligkeit läuft sie über das Wasser. Dann steht ihr vor dem Hafen und Ahmad stoppt die Arche direkt unter einer Galeasse, die von den Beinen zerdrückt und zertrampelt wird. Splittert, Männer, die schreien, wenige Matrosen, die ja noch auf diesem Schiff ausgeharrt haben, einige Stege, die nachgeben. Und dann öffnet sich das Tor der Arche. Entlässt wie eine Flut eure Männer 175, die jetzt gegen die Kamut gerade ziehen. Auf sie mit Gebrüll! Und los geht's. Auf geht's.
schwere Infanterie ist angetreten. Das Adlermann, die Schützen bleiben zurück. So, ich muss gerade einmal die Garnier sich entfernen. Die ist gerade hoffnungslos zerstört worden. Die Ritter des immerwährenden Kampfes, eine kleine Elite-Einheit geführt unter Blutschluck, läuft sehr diszipliniert los und macht alles nieder, was sich unter ihren Schwertern findet. Viele Kamen und Gardisten, die einfach niedergestreckt werden. Und das Falkenbanner und die Greifenbanner haben wohl einige mehr Probleme mit demjenigen, was ihnen die Kamen und Gardisten vorsetzt. Wir gehen wieder auf unsere Schlachtbank. Wir haben das Ganze einmal schon mal durchgerechnet und dementsprechend gibt es jetzt zwei Kriegskunstproben. Einmal vom Oberst, während die Helden herumhelden können, und einmal die vom Admiral Laris von Romulus, der jetzt hier gerade für die Kamotkarte führt. Wie ist deiner Schwert? Das ist auf unserer Seite ein Wurf gegen die 14-14-14, 12er Talentwert mit einer Erleichterung von 9. Dann würfel. 14, 14, 14. Du hast einmal die 17, die du ausgleichen musst. 12 über. Genau, 12 über. Dann kommt mein Wurf. 15, 15, 15, 15. Meine Erschwernis ist allerdings 7. Ich habe keinen Punkt, den ich ausgeben muss. 15 minus 7 sind 8. Das heißt, ich habe 8 Punkte über. Wie ist es bei dir? Ich habe, wie gesagt, 12 Punkte. 12 Punkte. Dann bist du in dem TRP-Differenz bist du bei irgendwas mit minus 7 und minus 3. Das heißt, wir sind irgendwo dazwischen, sagen wir, ja, 65%. Differenz sind 8 Punkte. 8 Punkte sind 76 Verlust auf meiner Seite. Und 21 auf meiner. Und 21 auf deiner. Dann darf jeder von euch einmal bitte die Szene beschreiben, was die verschiedenen Einheiten gerade so niedermachen. Einfach mal irgendwas ausdenken. Das Greifenbanner, die schwere Infanterie, neuerdings vollständig in leichter Platte rausgepanzert, hält sich natürlich an seine Befehle, rückt den Hafen, die Hafenuferstraße entlang vor. Und treibt die Kamotgarde, ja, mit den Spießen, mit den Hämmern langsam weiter zurück Richtung Haupttor.